Ich beobachte Menschen. Oder besser gesagt, ich studiere sie. Ich schaue zu, wie sie sich bewegen, wie sie kommunizieren, wie sie auf ihr Umfeld reagieren. Ich schaue ganz genau hin, denn ich sehe das gewisse Etwas in Menschen, das nur wenige sehen können. Ich sehe viele versteckte Talente, verborgenes, gewaltiges Potenzial, das nur darauf wartet, endlich entdeckt zu werden. Die meisten Menschen lassen sich von dem äußeren Schein trüben, doch ich nicht. Ich schaue durch die Fassade hindurch und erkenne den wahren Wert eines Menschen. Ich nehme einen Rohdiamanten und schleife ihn zu einem Brillanten. Meistens sind diese Talente schwierige Menschen. Wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, muss man viele Aspekte beachten. Man muss einfühlsam sein und das Vertrauen gewinnen und ihnen klar machen, dass sie ihr Schicksal annehmen sollen, denn dafür sind sie geboren. Alles andere wäre Zeitverschwendung. Ich ermutige sie, den richtigen Schritt zu machen. Es ist ab und zu nicht einfach, doch am Ende sehen sie alle ein, dass ich recht habe. Ich bereite sie vor. Ich erkläre ihnen, was sie machen müssen. Ich gebe ihnen Mut und das Gefühl, dass ich für sie da bin. Wie gesagt, ich suche Talente. Spezielle Talente. Ich suche Menschen, die eine psychische Störung haben und suizidgefährdet sind. Diese Menschen wissen, dass sie nutzlos in unserer Gesellschaft sind. Ihr Leben ergibt keinen Sinn. Ich setze diese Menschen in Szene und bringe sie dazu, sich vor laufender Kamera das Leben zu nehmen. Ich mache diese Menschen für einen kurzen Moment zu einem Star. Ich gebe ihnen das, was sie sich immer gewünscht haben. Ich filme ihren Todeskampf und stelle die Videos online und gebe ihnen den Ruhm, den sie verdienen. Ich gebe ihnen das Gefühl, dass sie einmal im Leben etwas wert sind. Nicht jeder hat dieses Talent.